Hey ho Leute und willkommen zurück zur vierten Folge des Flans PvP Projekts. Und ihr seht, der Reißen hat mich nicht erschossen. Also würde ich sagen, wir machen weiter. In der letzten Folge haben wir im letzten Moment gemerkt, dass der Nether aktiviert ist. Deswegen wollen wir uns den ja eben bauen. Beziehungsweise das Portal bauen. Machen wir jetzt eine Tierpick? Ja, die wollte ich gerade machen. Okay. Aber ich muss immer überlegen, mit welcher Taste, also rechts oder links, ob man anvisiert und wann man schießt. Bei der Waffe. Das ist auch eine übelste Gefährlichkeit, eine übelste Gefahr, dass du da auf einmal dann schießt, obwohl du gar nicht schießen wolltest. Ja, genau. Und dich total verrätst damit. Machst du Holzkohle, Noah? Ja, ich brauch schnell was. Doch, warum brauchst du Holzkohle? Ich geh eben nach unten und hol eben... Soll ich dann direkt, weil wir brauchen ja 10 Stück für ein Portal normal? Nee, man braucht... Doch, oder? 10, nee, 3, 2 und 2. Ja, doch, 10 passt. Aber ist minimal. Wenn man es schön machen will, dann... Und dann hole ich noch 2 weitere, um... Leute, ihr habt was nicht bedacht, wir können jetzt gar nicht mehr runterspringen. Wo runterspringen? In der Schlucht. Doch, das springt halt den Wasserstrahl runter. Was ist das? War das ich? Ja. Keine Ahnung. Ey, wie macht mich, kann man schauen, wie man die Waffe macht? Du gehst rechts. Du hast not enough items, da gehst du rechts bei not enough items. Leute, hier unten in der Schlucht, wo wir den riesen, Lavasee gefunden haben, ist ein riesen Slime drinne. Billy, pass auf, mit der Hand killen. Warum? Der bringt sau viel. Wenn du mit der Hand kriegt man mehr Schleim. Ah, die Viecher sind klein. Ja, und wie macht man das jetzt? Was? Du gehst in die Weapons-Box rein und dann klickst du auf die Waffe drauf. Also man kann in Not Enough Items gar nicht nachschauen. Nee, in dem Fall nicht. Du gehst einfach in die Box rein. Achso, dann musst du einfach im Inventar haben, die Sachen, die ich habe jetzt 11 Slime. Ja. Ich habe jetzt 11 Slime gerade bekommen. Achso, beeil dich bitte mit dem Nether, weil ich brauche unbedingt Gunpowder. Ja, ich habe jetzt gerade hier gleich... Ja, ein bisschen was liegt ja noch in der Kiste drin. Welcher? In der Mineralienkiste. Ich brauche nur noch eins. Da liegen irgendwie noch 40 Stück drin oder so, oder 30. Gunpowder. Okay. Darf ich mir die Barrette machen? Wie viel kostet die denn? 20 Eisen und 5 Glas und die Munition kostet 4 Eisen und 3 Gunpowder. Nee, sonst lass uns doch erstmal bei der jetzigen bleiben und noch ein bisschen damit farmen. Solange wir keinen Krieg haben, brauchen wir keine guten Waffen eigentlich. Also würdest du erst die bessere Waffen craften, wenn es nötig ist? Nee, nicht unbedingt, wenn es nötig ist, sondern erstmal, wenn wir halt beispielsweise jetzt im Nether waren und eine sichere Gunpowder-Quelle haben. Ja, okay. Weil Eisen findet man ja relativ schnell. Ja, was soll ich jetzt machen? Die ist langweilig. Du kannst weiterfahren. Oder du gehst... Oder du... Können wir vielleicht ein paar Kisten machen, die... Wo jeder seine eigenen Sachen aufbewahrt, zum Beispiel Waffen oder so. Schaufel, Noah! Was? Schaufel. Wo ist die? Welche? Du hast dir doch eine Schaufel gemacht, oder hast du die... Achso, Schaufel, ja. Hier. Danke. Aber die ist ein bisschen angebraucht. Ja, da kann ich mir gleich eine kleine neue machen. Ja, warum nicht? So. Mir fällt jetzt gerade mal auf, dass ich die ganze Zeit den Minecraft-Sound auf... Nee, ich habe den Minecraft-Sound nicht aus, aber irgendwie habe ich die Blöcke ausgehabt. Ich habe ihn ausgehabt. Ich habe ihn ausgemacht, habe ich auch erst am Ende gemerkt. Ich habe jetzt 10 Obsidian. Ich bringe direkt 14 mit wegen dem Enchanting-Table, oder? Ja. Oder was würdet ihr sagen? Ja, brauchen die überhaupt den Enchanting-Table? Ich meine es mal so, wir können unsere Rüstung und unsere Schwerter verzaubern. Echt? Kann man die Rüstung so Juggernaut oder so verzaubern? Ich meine schon. Müssen wir auch ausprobieren. Na nee, komm, ich lasse es jetzt erstmal, oder soll ich direkt mitbringen eben? Ja, bring's mit. Haben wir was erfordert. Ja, wir müssen Bunker bauen. Juhu! Dann, ob sie denn eigentlich von irgendwelchen Waffen weggemacht werden, nee, oder? Nee, aber der Explosionsschaden beispielsweise ginge durch. Okay. Oh Mann, wir sind in so einem scheiß Tal. So. Okay, ich habe jetzt gerade schon 12, jetzt brauche ich noch 2 weitere, dann habe ich's. Ich habe mal die. Ich verschieb mal den ganzen Müll auf der Doppelkiste. Ja, mach das. Aber wirklich nur Müll. Ja. Kennzeichen ist mit Doppelkiste und das ist ja Müll. Ja, im Grunde genommen schon. Ja gut, ich komme jetzt hoch, okay?
brauche noch ein bisschen Creeper und Clay oder so. Holzkiste, da können wir auch noch mal eine machen. Oh, wir brauchen Creeper. Okay, ich komme jetzt wieder nach oben eben schnell, okay? Okay, ich schwimme jetzt eben den Weg hoch, dann habt ihr mich wieder oben. Ja, dann gehen wir gleich mal in Nether. Yep. Okay. Ihr könnt schon mal einen Flintenstil machen. Stimmt, ich mach schnell. Ich hab auch schon Flint geholt vorhin. Und Reisner, du kannst dir jetzt überlegen, ob du wiederkommen möchtest und mit möchtest oder ob du da bleiben möchtest. Okay. Ja, keine Ahnung. Wo machst du das Portal? Bei unserer Base raus. Wahrscheinlich, oder? Ja, nicht direkt in der Base, vielleicht ein bisschen außerhalb, was haben wir nicht. Oder in der Höhle vielleicht. Nee, einfach irgendwo im Canyon. Hier. Wir sind ja im Grunde genommen in einem riesen Canyon. Hinter hier hinten hin. Hier Stopp. Ist eh genug Platz. Lass uns mal eben kurz hier runtergehen, weil hier unten sind gerade Creeper und alles mögliche. Die können wir eben mal kurz klatschen. Ich habe uns auch schnell eine Fackel gebaut. Jo, macht es. Ich bin jetzt schon wieder aus. Hier außerhalb unserer Base ist ein einziger. Bist du? Hier unten. Einfach. Ach so, bist du? Aus unserer Base raus und unten im Canyon. So. Ach da, ich sehe sogar einen Creeper. Du meinst den da? Ja. Der hat zwei Gunpowder gedroppt. Oh. Was? Ah, dann brauchen wir auch Leder. Für was? Auch für ein paar Waffen oder für was brauchen wir Leder? Für Verzauberung, dass wir wenigstens... Bücher. Wir müssen zumindest... wir haben Zuckerrohr, wir haben auch Papier und wir haben auch Leder. Ja, ich fahre gerade ein bisschen Holz. Ja, komm mal, Noah. Ja, ich schau nur kurz hier die Höhle, ob da was ist. Ja, ich würde jetzt halt unser Portal, guck mal. Nee, ist nicht. Ich habe hier eine Stelle hingesetzt, da wo der einzelne Zaun nur noch geht. Ja, das ist ja das Blöde. Wenn wir das da machen, sieht es ja jeder. Und? Das ist ein bisschen blöd, wenn es jeder sieht. Oder? Seht ihr das nicht so? Ja, nicht. Wenn sie zu unserer Base kommen, wissen sie doch, wo dann geht. Die sehen unsere Folgen. Ja, ich würde es halt hier hinten machen, damit falls auch Zombie-Pigments durchkommen und sowas. Weil theoretisch können ja Zombie-Pigments durchs Portal. Aber die greifen dich ja nicht an. Nein, die spawnen neben dem Portal. Ich hab 5 Glöcke neben dem Portal, glaube ich. Nein, oder können spawnen. Hä? Aber also ich glaube, ich habe eine Folge irgendwo vom Spark gesehen, dass die nicht durchs Portal durch können, glaube ich. Aber daneben spawnen. So, schau mal hier drüben. Wo jetzt? Hier direkt gegenüber von unserer Base. Hier, schau mal raus in Richtung des weitesten Canyons. Links von der Landebahn. Landebahn. Da. Hier ja, ganz links da, oder? Ja, und jetzt müsste einer von euch das mit dem Flintenstiel anzünden und ich bastel. Ja, ich komm. Ja, ich muss nur eben rübergehen und das ganze Zeug, was ich jetzt im Inventar habe. Du hast es schon hingestellt, oder? Ja, Portal steht schon. Geht's aber noch nicht rein, bitte. Also seid auf jeden Fall. Ja, sonst geht rein und seid auf jeden Fall vorsichtig, damit ihr nicht verreckt. Geht das jetzt hier? Ach da. Greift naja, bloß keine Viecher an, okay? Ich weiß. Wenn dann greift Zombie-Pigment an. Was ist länger da? Ja, ich pack mal eben ein bisschen Zeug hier wieder aus meinem Inventar raus, okay? Irgendwie buggt es. Ich glaube, das ist so. Ja, ich komme irgendwie auch nicht rein. Inwiefern kommt ihr nicht rein? Warum kommen wir nicht rein? Frage ich mich auch gerade. Wartet mal. Warte, ich probier's nochmal. Ich bin also auch das zweite Mal. Nee, geht nicht. Ich schreib mal kurz. Haben die's. Nee, es bringt ja doch, schreib. Nee, wir können ihn ja nicht anschreiben, bringt ja nichts. Der überwacht. So, vielleicht der wird uns ja wohl nicht die ganze Zeit überwachen. Ja, wer weiß. Na, wobei, doch, würde ich wetten, sowas gleich kommt er, ne? Gleich kommt er. Soll ich dann jetzt den Verzauberungstisch craften? Ja, kannst du machen. Oh, verdammt, habe ich die zwei. Ja, dafür bräuchte ich, musste ich jetzt halt wieder zwei Dias verwenden, darf ich? Ja, mach. Ja, aber kann man dann die Juggernaut und so auch verzaubern? Ich weiß es nicht, aber wir können auf jeden Fall Schwerter und Spitzhacken verzaubern, wodurch wir theoretisch mehr Dias kriegen könnten. Warte, ich lefte kurz und schau mal kurz, ob man verzaubern kann, okay? Jo, schau das nach. Gleich wieder da.
Also, ich stelle jetzt hier... Ich schnappe mir eben kurz was hier im Ohr. Da ist noch was. Ja, genau. So, also, wir haben jetzt hier... Ich habe jetzt hier... Noch... Schau mal, ja, die Kiste geht. Von Noah. Ja, ich habe schon gesehen, geht. Die Lee Enfield. Es geht. Es geht, verzaubern. Man kann die Juggernaut verzaubern. Ja, es war, also bei mir ging es gerade. Es hat dann auch so geleuchtet. Okay, dann packen wir das hier hin. Hier steht jetzt der Verzauberungstisch. Und dann lasst... Warte, kann man jetzt echt nicht ins Portal rein? Also, nee. Haben die jetzt echt den Nether ausgemacht? Wollt ihr mich verarschen? War der an? Vorhin. Ich meine, der war an. Vor allem, sie wollten auch selber reingehen. Vorhin ja wirklich waren, dann... Hast du zu meiner Truhe reingeschaut und deine Zuschauer wissen jetzt, was in meiner Truhe drin ist? Tom? Ja, leider. Weil ich wollte es ja als, Wartet mal. Du, Lukas. Da unten. Du hast die Kohle abgebaut. Ja. Ich wollte nur, ich dachte, du schwimmst unten im Wasser. Da ist noch Eisen. Leute, ich muss ganz kurz eine Pause machen. Ich setze einen Cut. Ihr beide könnt farmen oder was auch immer, okay? Ja. Ich muss kurz einen Cut setzen einfach. Okay, ich bin gleich wieder da. Ja, ciao. Tom? Bist du wieder krank? Ja, dann kackt es jetzt, oder? Das heißt, wir können alles reden, was wir wollen. Ja. Tom ist scheiße. Geht's? Nee, oder? Nee. Wir können ja kurz... Kannst du ja kurz einen Stämmer anschreiben, oder? Ja, ich schreib's in der WhatsApp. Soll ich in die Gruppe reinschreiben oder privat? Privat. Ja, das ist egal. Er wird es wahrscheinlich eh sehen. Und ich schau kurz online... Ah. Nee, ist ja. Hast du eine Folge von Party schon gesehen, also eine neuere? Nee. Ich hab nur die erste kurz angeschaut. Die ist so langweilig. Mit wem spielt der Figi? Ja, ich schau jetzt nochmal wieder ein bisschen rein. Der Figi spielt ja mit dem Bobo und mit dem Heini. Heini, ja. Okay. Und wenn wir uns den Heli machen wollen? Sollen wir uns dann einen machen, wo man eben Truppentransporter mäßig, oder? Ich würde halt... Es gibt doch bestimmt so einen Heli, der wo einer fliegt und zwei schießen oder irgend sowas. Ich schau mal nach. Wäre doch geil. Es wäre doch geil, wenn einer fliegt und zwei schießen. Ja. Fliegen kann ich eigentlich ganz so viel. Ja, mir ist es egal. Ich kann auch. Ich habe auch schon probiert. Aber ich kann ich bin jetzt wieder nochmal. Da. Hallo. Hallo. Welche oh von diesen... Ja, warte, ich komme gleich wieder. Mal welchen von diesen Vehicle Craft Dingern kann man, ja, welches von den Vehicle Craft Dingern... So, Fahrzeug... Welche von den Helikoptern kann man spielen und dann können andere zum Beispiel mit rausschießen? Ich weiß es nicht. Jetzt müssen wir auch Singleplayer ausprobieren. Ja, wir sind aber nicht zu zweit im Singleplayer. Ja, aber da kann man ja dann auch schauen, wo man sonst noch rein kann. Hier ist einer. Aber das, der Apache. Der Teilerstellungsblock funktioniert nicht. Das heißt, wir können im Moment gar keine Teile hier bauen. Der Part Crafting Table, ich baue mal ab und sitze mal woanders und belegt sich daran. Hab ich auch. Ey, doch nicht den... Linken davon. Den linken kannst du jetzt wieder aufbauen. Bitte. Hardcraften Table geht nicht. Gun Modification. Der geht ja, der Gun Modification. Ja. Kann man dann da auch bei Gun Modification kann man dann drauf machen? Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Ob man halt. Man kann beispielsweise den Zielfernrohr, glaube ich, noch draufsetzen. Auf manche Waffen. Ich brauche noch ein bisschen Sand, okay? Ja, mach ein bisschen. Ja Leute, wir haben jetzt nur noch eine Viertelstunde, nicht mal mehr glaube ich. Doch, gerade etwa so genau eine Viertelstunde.
Oder? Ja, kommt hin. Wisst ihr was? Leute? Ja. Okay, ihr seid alle noch da. Ja. Ich verzauber jetzt ein bisschen was. Dann was machst du? Oder was verzauberst du? Ich verzauber beispielsweise, ich schnapp immer kurz meine Rüstung, ob man die verzaubern kann. Ja, die kann man verzaubern. Und sie kriegt auch ganz normale Sachen. Wie viel, auf welchem Level können wir bisher verzaubern? Ich würde einfach nur auf 1 verzaubern, weil da kriegt man am meisten Schutz drauf. Ich meine das Schwert oder so. Das Schwert? Ja, auf dem Helm habe ich schon eine Protection. Ja, ich habe auf dem Schwert habe ich Smite. Smite ist ja... Bann. Oh man, auf die Plus Protection. Auf welchem Level soll ich das Eisenschwert verzaubern? 1 oder 2. Ich mache 1. Und ich habe Schärfe 1 bekommen. Ach komm, zweimal Protection. Leute, wie viele Bücher können wir machen? Hab ich nicht nachgeschaut. Was? Dreimal Protection? Willst du mich verarschen? Es bringt nichts, wir können nichts Großartiges machen. Ich verzaubere unsere Diamantenspitzhacke auf Stufe 8, okay? Ich habe auf meinen Schuhen Projektilprojektion. Ich habe auf drei. Ja, wenigstens auf Schwert. Ja, das heißt, naja, ich schätze mal, dass wenn uns die anderen 8 angreifen... Was hast du? Ich habe auf die verdammte Spitzhacke aus Dia nur in Anführungsstrichen Effizienz 2 gekriegt. Naja. Hier, verzaubert noch jemand meine Eisenspitzhacke auf Stufe 1 noch einfach einmal. Ja, ich habe noch 14 Level. Eine Axt. Effigy 1 und Unbreaking 1. Ja, dann habe ich davon jetzt... Hä? Nee, passt schon. Ich weiß es nicht. Würde mich aber ehrlich... Waffen kann man nicht verzaubern. Nee, so wie es auch. Meine kaputt. Halb kaputt, der Eisen. Pickaxe verzauber ich nicht mehr. Weißt du was? Ich hab jetzt die Dia Pickaxe auf Effizienz 2. Eisenspitzhacke Effizienz 2, Haltbarkeit 1 und noch eine mit Effizienz 1 und Haltbarkeit 1. Spielst du auf Deutsch, Minecraft? Ja, im Moment schon. Ja, ich spiele auf Englisch, dann lernst du mir. Lernst auch auf Englisch. Ich lerne auf Englisch. Ja. Dann lernt man viel mehr, wenn man so Spiel auf Englisch spielt. Ja, jetzt schon ein bisschen holen wir uns einfach ein bisschen Holz erstmal, okay? Ja, wir haben schon ein halbes Deck, glaube ich. Aber wir können ja noch mehr. Und vor allem hier vorne ist auch direkt Sand noch. Reisner, ich würde gerne mal ausprobieren, wie viel Schaden die eine Waffe hat, macht, die ich jetzt geholt habe. Darf ich es kurz ausprobieren? Würde ich nicht machen, das ist Munitionsverschwendung. Probier es an einem Tier in Singleplayer aus. Schau auf da war es so, dass ich den Creeper auf 100 Blöcke mit zwei Schüssen getötet habe. Ja, dann kommt es auch etwa hin. Dann dürften das so ungefähr... ein 9er Schaden dürfte sein. 10er Schaden vielleicht sogar. Und Zombies, ja. Bei Zombies habe ich auch zwei Schüsse. Oh Leute, Creeper, gehabt. zwei Creeper. Wo? Auch. Oh Gott, einer ist tot, zweiter tot. Wo bist du? Wow, da war noch ein dritter, willst du mich verarschen? Oh, ist er kaputt gegangen? Ist der Creeper explodiert? Einer ist explodiert, ja. Oh Gott. Wie viel Kampfhader hast du? Zwei gekriegt, leider nur. Ich bin jetzt da, ich habe die Mitte gefunden, die Gesamtmitte vom Gesamten. Wo ist die? Alter, ich kenne mich gerade überhaupt nicht aus, wo bist du ungefähr? Ich bin von da... Da ist eine Gegend, das ist die Base von Fiji und Bobo. Dann seid ihr viel weiter schon als ich. Also ich sehe es, also... So, komm. Ihr dürftet in irgendeine Richtung einen riesigen Pfeiler, der nach oben geht, sehen. Ja, habe ich gesehen, aber da schau, nur da hinten ist die Base von Fiji. Ja, die habe ich auch schon gesehen. Der ist voll nah. Ja. Ich bin jetzt bei diesem riesigen Tower. Du schon wieder hingelatscht. Das sind wir noch lange nicht. Team Dozenplays, Team Chaos Gamer, Team Felix... Warum sind die in beide Richtungen? Liegen zwischen den... wollte mich verarschen. Ich gehe mal kurz zu den Chaos Gamern. Warum? Weil ich da ein bisschen schauen will. Nee, will ich nicht. Dürfen wir die Base abbauen? Also was von der Base abbauen? Nein, dürfen wir eigentlich überhaupt nicht. Ach, da seid ihr zwei, ja. Alter, das sah gerade richtig episch aus, wie ihr da von links und von rechts auf mich zukommt. Da vorne ist Zuckerrohr, holen wir uns das. Braucht dann langsam aber sicher Essen. Ich habe noch 2 Steaks, aber... Ich habe noch 7. Ich habe gerade noch 10 dabei. Sollen wir mal zum Party schauen? Ah nee, ich glaube, das sollten wir nicht mehr probieren. Wir haben nur noch 10 Minuten. Ja, genau. Also einfach wieder zurückgehen. Ah, ich hab hier... Nee, da geh ich nicht runter. Ja,
Oh Leute, Schlucht gefunden. Okay. Aber ich jetzt nicht viel. Oh, es wäre so geil, wenn man Fortune auch die Schaufel hätte. Das na, Fortune bringt dir ja eigentlich kaum was, auch bei Clay nicht. Luck, oder wie heißt das? Fortune ist Glück. Aber es bringt dir auf der Schaufel nichts, auch bei Clay nicht. Ich? Nicht. Oh, da ist Eisen. Achtung, Vorsicht! Ich hab noch 27 Clay. Kommt ihr mit? Kommt ihr mit? Wir wollen da unten nicht rein, wir müssen zurück, wir haben noch 10 Minuten. Bueno. Hä? Bueno. Lol. Der ist da unten, der Noah, wie immer am Farmen. Ja, mit Farmen habe ich bei Infinity 600 Iron Ores gekriegt und man kann die ja nochmal verdoppeln da dran. Echt? Ich würde bei Infinity würde ich mir eine Turtle oder so machen oder eine kleine Quelle. Oh nee, weißt du was ich besser fände? Ich habe mir auch eine Turtle gemacht. Ich würde einfach damit mit der Welt arbeiten, die mit diesen Welten, mit dem Mystcraft arbeiten, wie Kev es macht. Ja. Und würde mir eine Welt erstellen, wie ich sie jetzt im Laden mit meinem kleinen Bruder hatte. Da hatten wir auf einmal dann eine Welt, da schweben überall Diamantensphären rum mit Diamantenohrs. Hey, kennst du Minecraft? Ja, klar. Ja, kenn ich. Ich schau fast nur den, ja, ich freue mich immer, wenn ich von der Schule heimkomme, freue ich mich immer voll auf seine Folgen. Ich schau nicht so viel Minecraft Let's Plays. Ich werde jetzt dann von den anderen noch ein paar Videos dann schauen, also was die gerade so machen. Genau, das wäre auf jeden Fall nützlich, wenn sich jeder irgendwie einen vornimmt. Ich meine, weil ich habe jetzt ja gleich eben mit dem Schneiden zu tun. Ich kann mir ja erstmal keinen vornehmen. Mit dem Schnippele. Ja, wollt ihr euch dann aufteilen? Ja, aber ich warum nicht das Zaun? Ich weiß es nicht. Also ja. Der Party ist, wie heißt der Party denn nochmal auf YouTube? Die Chaos Gamer sind das. Achso, die spielen zu zweit, die sind zu zweit, oder? Ja. Chaos Gamer ist der Stemmer, gell? Ja. Die sind beide zusammen. Also fast 2-6 Clay immer noch. Ja gut, wollten wir jetzt noch schauen, dass wir noch mehr von dem Dings machen, von dem Fiber. Fiber? Fiberglass. Ja. Mindestens einen Stack. Ja, genau, passt. Ja, dann mach ich einen Stack. Dann mache ich davon jetzt gleich nochmal 28 Stück weiter, kann ich noch machen. Hier ist wieder Lava. Oh, und wieder Eisen. 1, 2, 3, 4. Ich pack's unten rechts rein, okay? Macht man die Juggernaut mit entweder mit 5 Wolle oder mit 2 Dias oder ja. Wie ist das? Ich würde auf jeden Fall 5 Wolle nehmen, die ich färbe. Ich hab schon mal Wolle mitgenommen gehabt. Ja, oder war das Wolle? Du brauchst braune Wolle dafür, aber im Moment ist der Wolle eigentlich uninteressant erstmal. Ich packe jetzt erstmal den ganzen. Ich hab irgendwo braune Wolle gehabt, ich schwöre. Hoppala, mein Magazin. Ich hab braune Schafe gekillt. Ja, hier liegt sie, hier in der Kiste, wo ich gerade dran bin. Ja genau, da braune Wolle, wie viel und die, sind, und ich... die weiße können wir uns braun färben, dafür brauchen wir aber Kakaobohnen. Kakaobohnen. Ja. Oh Gott, Kakaobohnen, das dauert ja ewig, bis wir die finden. Ja, da ist ja nirgends. Ja gut, wollen wir jetzt einfach Schluss machen? Ja, okay. Ja, warte noch ganz kurz. Lassen ich wir muss eben hier... den Noah noch herkommen und wir stellen uns einfach oben in unsere Base rein, okay? Oh fuck! Und damit ist ein Schuss weg. Wollt eigentlich nur wieder anvisieren. Hier, nicht schießen, bitte. Ich lade jetzt auch mal meine Desert Eagle. Nein, nicht schießen. Nein. Ja, aber schon mal ausprobieren, wie viel Schaden das macht. Ja, komm, wir stellen uns jetzt hier oben hin. Ist Desert hier, hier ist eine Leiter. Hier ist eine Leiter. Desert Eagle macht eigentlich voll viel Schaden, aber man sieht es halt nicht so weit. Ja, gut. Das ist halt wieder eine Sache. So, dann stellen... Wenn man eine Pistole hat und eine Sniper oder irgend sowas. Also wir stehen jetzt hier. Will ich nur, wenn da naja sei es. Noah, kommst jetzt? Ja. Noah. Ja komm, wir legen uns pennen und danach beenden wir, komm, oder? Ja, lass mal das Höllenportal einfach so offen, wahrscheinlich. Wenn wir jetzt die nächste Zeit nicht mehr aufnehmen. Ja, stimmt schon wieder. Ich würde es jetzt zubauen. Ich schnapp mir eben einfach den Clay und mach's zu, okay? Ja. Die dritte Folge, die kannst du ja dann am Ende, also ziemlich spät hochladen, oder? Ich kann die erste damit heute die direkt, anderen, die zweite Samstag und die dritte Sonntag theoretisch. Ja, mach das lieber. Weil dann wissen sie erst ab Sonntag, dass wenn... Oh, aber ja gut, eigentlich ist egal, ich habe schnell mal gefragt, ob der Mieter gesperrt ist. Ja genau, ich verstehe es auch ehrlich gesagt nicht, warum sie den zugemacht haben überhaupt. Ah, ja, dann nichts.
Ich hab noch nichts geschrieben. So, ich mache jetzt hier schnell zu, oder? Ich bin gleich oben. Wie markiere ich uns das am besten, dass wir... Hier drüber ist dieses Zweierloch. Merkt euch das, okay? Ja, okay. Siehst du's? Ja. Okay. Aber die Folge ladet ihr erst am Sonntag hoch, weil dann können wir am Montag in der Früh aufnehmen, dann sind wir gleich vor die anderen alle... Warum am Montag in der Früh? Er sollte erst am Sonntag auf... er sollte erst am Sonntag hochladen, aber dass wir am Montag auch dann... Wir haben frei, wir haben Montag in Schule. Ja, aber dann am Nachmittag halt, dass man dann gleich Montag, Nachmittag... Ich habe keinen Bock vor der Schule. Ich auch nicht! Ja kommt, lasst uns schlafen gehen eben. Ich brauch nur kurz noch essen, weil sonst verhungere ich. Gebe ich dir gleich, sobald du geschlafen hast. Oder auch nicht. Ich brauch zuerst die Gehirne auch. Mach das. Ach stimmt, du hast ja Svex drin, oder? Wer? Du? Ja, ich hab Svex drin. Was hast du nur? Ich hab Svex. Nein, ich hab Tom. Nix und gut. Ich hab gar keins drin. Ich hab Faithful. Also, ich habe gar gut. Keins drin, weil es einfach am besten aussieht noch mit den Waffen. Nimm Faithful, das ist alles genauer aufgelöst dann. Also es schaut genauso aus. Ja gut, sagen wir es mal so, wir stellen uns jetzt hin, dann mache ich eben hier zu, pack auch das wieder weg. Dann warte noch kurz bis die Vergiftung, bis der Hunger weg ist. Ja, komm, wir haben jetzt noch 4 Minuten eigentlich, aber da wir irgendwo uns wahrscheinlich verrechnet haben einfach, würde ich sagen, wir klettern mal eben kurz aufs Dach, oder? Ja, wir können ja noch mal ganz kurz in die Höhle runtergehen, oder? Nee, einfach nach oben aufs Dach. Darf ich dann einmal Munition ausprobieren? Ein einziger Schuss? Ja, Mensch, ich habe auch keinen Bock jetzt zu verrecken daran. Verreckst ja auch nicht. Doch. Ding ist auf jeden Fall so schwach, dass es dich eben nicht mit einem Schuss umbringt. Ich will das nicht ausprobieren. Desto näher du dran bist, desto stärker ist sie. Schnapp dir die Lebens... Such dir raus, wie viel Leben beispielsweise ein Schwein hat. Und wenn du das mit One-Hit machst, nimmst du dir was raus, was ein bisschen mehr Leben hat und guckst, ob es das noch One-Hittet. Und irgendwie findest du dann etwa den Schaden. Kommt sie jetzt so beide hoch? Bin schon oben. Ich komm gleich. Ich glaub nur kurz, wo das Portal ist. Alter, also ich muss immer überlegen, mit welcher Taste ich da... Ach du heilige Scheiße!